Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Dinosaur Death Race. Das Ganze kommt jeden Samstag um 18 Uhr auf meinem Kanal als Videopremiere. Dann gucken wir das alle gemeinsam in Anführungszeichen live. Und die Leute, die bei der Videopremiere mit dabei sind, erstmal schöne Grüße an euch alle. Schön, dass ihr alle da seid. Und ihr habt nachher auch wieder eine zusätzliche Chance, beim nächsten Rennen nächste Woche dann mit dabei zu sein. Also es ist echt schön, dass ihr hier seid. Und kommen wir jetzt mal direkt schnell zu den Regeln. Wir haben hier insgesamt 10 Kandidaten. 10 von euch werden beim heutigen Death Race teilnehmen. Davon sind immer jeweils 2 in einer Farbe. Die bilden ein Team und die sammeln gemeinsam Punkte. Das Team, was am Ende dann die meisten Punkte insgesamt gesammelt hat, gewinnt hier das Dinosaur Death Race und kann dann auch jeweils einen 5€ Amazon-Gutschein gewinnen. Also jedes Teammitglied bekommt dann einen 5€ Amazon-Gutschein als kleinen Anreiz. Die Kandidaten fahren nicht alle gleichzeitig los. Erst fahren die ersten 5 hier los. Und dann diese hinteren 5. So, Punkte sammelt man, indem man bestimmte Bereiche erreicht. Das heißt, wenn man das erste Gehege ist hier, wenn man das erreicht und dort ausscheidet, bekommt man insgesamt einen Punkt. Steht auch oben dran. Erreichen zielt immer, wenn man hier in das Gehege reinfährt. Das heißt, hier ist das zweite Gehege zum Beispiel. Wenn man hier über die Linie fährt, betritt man das Gehege. Und wenn man dann hier vorne ausscheiden sollte, hat man die 2 Punkte sicher. Gibt dann einen riesigen Parcours. Die jeweiligen Punktzahlen stehen immer oben dran. Das ist, denke ich mal, relativ einfach. So, hier geht's durch. Das ist übrigens 8 Punkte. Das ist einfach das Gehege, eine 8. Sehr coole Idee. Die Strecke kommt übrigens von Dr. Egan. Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Und wenn man das Rennen abschließen sollte, gibt es hier eine Ziellinie. Wenn man dort rüberfährt, kann man auch nochmal Bonuspunkte sammeln. Ich blende das Ganze mal ein für euch. Der Erste, der darüber fährt, sammelt 5 Punkte. Der Zweite 4 und so weiter und so fort. Und ja, wie gesagt, das Team, was dann am Ende die meisten Punkte zusammengerechnet erreicht hat, gewinnt hier das Dinosaur Death Race. Kommen wir jetzt mal zu den heutigen Kandidaten. Ich weiß, da oben hat irgendein Dino niedrige Gesundheit, aber das wird sich hoffentlich gleich schon von selber klären. Wir haben ja als Erstes haben wir Team JWE. Da haben wir THXVZ by the way. Team JWE ist übrigens das Premiere-Team, das heißt, der THXVZ, der war bei der letzten Videopremiere mit dabei. Und hat Hashtag DDR in den Chat geschrieben. Herzlichen Glückwunsch. Du hast dich damit für das heutige Death Race qualifiziert. Der nächste Kandidat, der hat einen Kommentar unter das letzte Video geschrieben. Und das ist Christian Weitecci. Der ist der erste Kandidat für Team Retro heute. Dann kommen wir wieder zu Team VIP. Das losen wir gleich wieder live aus. Das sind die Mitglieder auf meinem Kanal. Kommen wir aber gleich zu. Als Nächstes haben wir für Team Blau der Nivela. Und für Team Rot. Team Rot ist übrigens das ungeschlagene Team, hast alle 3 Death Races, die wir bis jetzt gemacht haben, gewonnen. Da haben wir Football Master. Herzlichen Glückwunsch. So, kommen wir mal zu den Teamkollegen. Der Teamkollege für Team Blau, das ist heute GTA Bros 973. Für Team Retro ist heute der Teamkollege Leon Petrautsk. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Schwieriger Name. Und der zweite Fahrer für Team Rot, das ist heute Scout 46. Und für Team JWE, das ist wieder jemand, der bei der letzten Videopremiere live dabei war. Das ist Ulrike Werner. Herzlichen Glückwunsch. Am Ende werde ich dann auch wieder für die Zuschauer, die jetzt bei der Videopremiere mit dabei sind, wieder zusätzlich Plätze auslosen. Jetzt kommen wir mal zu den Mitgliedern auf meinem Kanal. Da gibt es nämlich nochmal eine zusätzliche Chance und das ist immer das Team Orange. Dafür haben wir dieses tolle Wheel, das blende ich mal für euch ein, das Mitglieder-Glücksrad. Und dann je nach Stufe, was ihr für eine VIP-Stufe auf meinem Kanal habt, es gibt einmal normalen VIP, Premium-VIP und Elite-VIP. Und als normaler VIP hat man die einfache Chance, so wie zum Beispiel Jackie Lunar hier oben. Und als Premium-VIP die Dreifachchance wie Dreadnoctus JWE. Und als Elite-VIP die fünffache Chance wie Eine Meinung hier unten. Wir drehen das Ganze jetzt und dann losen wir aus, wer hier diesen orangenen Jeep übernehmen wird. Bin sehr gespannt. Und das ist Eine Meinung. Schon wieder. Ich glaube, die war beim letzten Rennen auch schon dran. Ah, die hat halt auch die größten Chancen als als Elite-VIP. Da kommt man echt durcheinander. Herzlichen Glückwunsch, du bist auf jeden Fall wieder am Start. Gehen wir direkt zum zweiten Jeep hier. Das ist hier vorne der. Wir drehen wir das Rad nochmal. Dann schauen wir auch mal hier, wer das wird.
Das kann ja nicht sein. Nochmal eine Meinung. Aber wir drehen natürlich nochmal, weil eine Meinung kann natürlich nicht zweimal in dem Team antreten oder für das Team antreten. Drehen wir das Ganze nochmal. Wenn jetzt nochmal eine Meinung kommt. Okay, das ist echt knapp geworden. Dr. Aegon, du darfst auf deiner eigenen Strecke antreten. Herzlichen Glückwunsch. Cool. Dr. Aegon hat sich hier auch qualifiziert. Und damit haben wir unsere zwei Kandidaten für das heutige Rennen. Einmal eine Meinung und einmal Dr. Aegon. Und dann würde ich sagen, können wir direkt anfangen. Und damit starten wir das heutige Dinosaur Death Race. Als erstes ging gleich an den Start THX. Christian, eine Meinung. Der Nivela und Football Master. Ist übrigens gerade ein kleiner Kompi gestorben. Aber ja, kann man nichts machen. Wir fangen trotzdem an. Es gibt hier keine Trauerminute oder Schweigeminute. Let's go. Ich bin sehr gespannt, ob wieder so viele Leute das Rennen heute abschließen können. Dr. Aegon hatte nämlich in die Kommentare geschrieben, dass bei seinem Testlauf keiner die Strecke geschafft hatte. Ich glaube, wir hatten beim letzten Mal echt sehr viel Glück. Also der Christian, der legt hier ordentlich einen Zahn zu und gibt ordentlich Gas. Kommt jetzt hier ohne Probleme durchs erste Gehege. Mal gucken, wie sich die anderen anstellen. Da hinten wird schon der erste weggerammt. Das ist Football Master. Und die anderen haben hier auch ein bisschen Probleme. THX kriegt hier schon den ersten Schaden. Das ist ärgerlich gegen die Gullies. Die anderen zwei Kandidaten hier, Team Retro und Team VIP, eine Meinung und Christian, sind jetzt schon hier im zweiten Gehege. Die anderen hängen noch da hinten bei den Gullies fest. Oh, das war sehr gut gefahren von eine Meinung. Schön an den Pentaceratops vorbeigerauscht. Aber jetzt wird's gefährlich. Oh, jetzt wird's sehr gefährlich. Nasutoceratops kommt jetzt hier von vorne und rammt jetzt hier eine Meinung weg. Und jetzt kommen ja auch noch Pentaceratopse von hinten, von vorne, überall. Aber da hat sie, glaube ich, nochmal Glück, dass sie gerade nicht wütend auf sie sind. Das ist sehr gut. Die anderen Kandidaten hängen hier noch fest, aber haben noch nicht viel Leben verloren. Alles noch im grünen Bereich. Da gibt es wirklich Schlimmeres. Aber das ist jetzt ärgerlich, dass die hier fressen und die Kandidaten jetzt hier nicht vorbeikommen. Es könnte auch gleich gefährlich enden, wenn die Gullies sich gleich umdrehen und losrennen sollten. Aber wir springen hier nochmal ein bisschen an die Spitze. Wo sind denn hier die Kandidaten alle? Ist das der Führende hier, der Christian? Oh, der kriegt jetzt hier von den Velociraptoren auf den Sack, so wie es aussieht. Oh, das ist gar nicht... Oh, 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 35 Leben nur noch. Wird jetzt hier auf den Felsen geschoben. Oh mein Gott, Christian, das war bitter. Ich habe noch beim letzten Mal gesagt, dass das Gehege hier leicht ist. Und ich glaube, sogar eine Meinung ist letztes Mal hier ausgeschieden in dem Gehege. Wenn ich mich recht entsinne. Kann sie es diesmal weiterschaffen? Das sieht gut aus. Super um die Velociraptoren herumgefahren. Sehr gut gemacht. Christian hat jetzt hier ordentlich Schaden kassiert. Das ist bitter. Wow, eine Meinung. Sehr gut durchgefahren. Christian hat hier leider noch ein paar Probleme. Wir bleiben jetzt einfach mal vorne. Ich weiß jetzt nicht, wie es hinten aussieht bei den Kandidaten. Ja, da sieht es noch ganz gut aus. Die sind jetzt hier gerade im großen Pflanzenfressergehege. Aber wir bleiben vorne bei eine Meinung und bei Christian. Die bilden nämlich hier die Spitze. Kommen bis jetzt auch sehr gut durch, muss ich sagen. Karkarodont. Oh, Dinosaurierbedrohung. Wo haben wir das denn? Oh, da vorne. Da vorne gibt's Ärger. Oh, THX hat hier einen Hieb von einem Nasutoceratops mitbekommen. Aber das ist gar nicht so schlimm. Oh, Christian hat auch nochmal Schaden kassiert gerade. Eine Meinung ist jetzt hier vorne mit 92%. Das ist sehr gut. Und oh, Footballmaster wird jetzt hier verfolgt von dem Karkarodontosaurus. Schafft es aber zu entkommen. Ist jetzt hier ganz schnell vor dem weggefahren. Das war sehr gut gemacht. Bleibt jetzt aber hier nochmal hängen. Kommt jetzt aber durch. Super. Das ist sehr gut. Ich versuche natürlich alles auf Bild zu halten. Oh, der Spino steht da sehr gefährlich und guckt die Kandidaten hier direkt an. Oha, das wird jetzt richtig fies, glaube ich. Eine Meinung, das ist gefährlich. Du musst da durch. Eine Meinung wird jetzt hier weggeschoben. Die Kameraperspektive ist auch wieder on point. Jetzt legt er sich da auch noch schlafen. Christian hat sich jetzt hier durchgeschlichen. Eine Meinung schafft es jetzt hier auch. Footballmaster hängt jetzt da fest an dem schlafenden Spinosaurus, schafft es jetzt aber auch. Sehr schön gemacht. Wie sieht es hier bei den anderen Kandidaten aus? Oh, Christian ist jetzt durch das Gehege durch. Sehr gut. Eine Meinung auch und Footballmaster auch. Oh, nee, hätte man nichts sagen sollen. Hier ist noch ein Spinoraptor. Aber eine Meinung schleicht sich jetzt an dem vorbei. Kann Footballmaster das auch schaffen? Ja, schafft er auch. Super. Christian hat nur noch 16%. Das ist sehr gefährlich. Meine Meinung hängt jetzt hier an kleinen Proceratosauren fest. Christian wird jetzt hier nochmal gerammt, kriegt aber keinen Schaden, so wie es aussieht. Der Stegimoloch scheint ihn hier nicht doll erwischt zu haben.
Aber jetzt könnte das gefährlich werden. 12% nur noch. Könnt jetzt hier jeden Moment rausfliegen. Macht das aber wirklich gut. Ist jetzt gleich schon im letzten Gehege. Wow. Also bis jetzt ist noch keiner ausgestiegen. Ich weiß gar nicht, wie es hinten aussieht momentan, aber das ist gerade vorne so spannend. Tut mir echt leid für die Kandidaten, die gerade da hinten sind. Und Christian fährt gegen den T-Rex und hat 3% und wurde zerstört. Das ist bitter. Dahinter kommt direkt schon Football Master. Der wird jetzt ja auch Probleme kriegen. Aber er schafft es, sich vorbeizuschleichen. Sehr gut. Und eine Meinung schafft es auch. Wow. Sehr gut gefahren, ihr beiden. Jetzt kommt das... Oh, hier sind viele Rexies. Oh, da wurde Football Master erwischt von dem Rex. Kann jetzt aber hier durch. Und eine Meinung. Nutzt die Chance. Übernimmt die Führung. Und fährt als erstes durch die Ziellinie. Herzlichen Glückwunsch, eine Meinung. Das Rennen als erstes abgeschlossen. Das gibt ordentlich Punkte. Football Master schafft es jetzt aber auch. Schließt das Rennen als zweiter ab. Auch sehr gute Leistung. Jetzt springen wir mal wieder zurück. Wo sind denn die anderen Kandidaten eigentlich? Da sind die. Die sind beide hier im letzten Gehege jetzt. Bei den Rexies. Danny Wähler. 95% noch. Schafft das Rennen jetzt hier auch? Okay, jetzt frage ich mich gerade, ist die Strecke wirklich zu leicht? Das haben wir jetzt noch mehr geschafft als beim letzten Mal. Herzlichen Glückwunsch, Danny Wähler. Du schließt das Rennen als Dritter hier ab. Und THX schafft es auch. Wow. 4 Kandidaten haben das Rennen hier abgeschlossen. Okay, das ist krass. Also beim letzten Mal hatten die, glaube ich, ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Aber kommen wir mal zum zweiten Durchlauf. So, los geht's mit Durchlauf Nummer 2. Ich glaube tatsächlich nicht mal, dass die Strecke zu leicht ist. Ich glaube einfach, dass es wirklich Zufall ist. Wie die Dinosaurier gerade stehen, wie die Autos gerade fahren. Wir haben übrigens GTA Bros, Leon, Scout, Ulrike und Dr. Eggen. Dr. Eggen müsste die Strecke ja kennen, er hat sie ja erstellt. Ulrike wird jetzt hier direkt weggerammt und eingeklemmt. 75% nur noch. Das war bitter. 25% im ersten Gehege zu verlieren, ist immer super ärgerlich. Leon macht das hier super. Fährt jetzt hier dran vorbei, ohne Schaden zu kassieren. Die Gullies sind jetzt auch alle in einem Bereich, wo sie eigentlich nicht gefährlich werden können. Das sehen die auch, die Kandidaten, und versuchen jetzt hier möglichst schnell durchzukommen. Leon vorne, dahinter GTA Bros, Dr. Eggen, Ulrike und Scout. Ulrike wird nochmal weggerammt. Die Gullies scheint es auf sie abgesehen zu haben, die Arme. Aber das Feld ist momentan noch sehr dicht beisammen. Das ist sehr gut. Oh, das könnte jetzt gefährlich werden hier mit den Diplodocus. Machen die Kandidaten aber sehr gut. Leon kommt hier super durch. GTA Bros. Und Dr. Eggen fährt durch den Schweif durch. Und jetzt kommt da auch noch ein Pentaceratops zu. Jetzt wird es richtig eng hier. Und Ulrike wird weggerammt. Und Scout springt gegen den Diplodocus. Oh, oh. Das könnte jetzt hier böse enden für Ulrike. Sie wird jetzt hier von dem Diplodocus weggeschoben. Und, GTA Bros wird jetzt hier weggerammt von dem Pentaceratops. Die Kandidaten scheinen hier ordentlich Probleme zu haben. Da vorne fahren die Kandidaten schon weiter. Ich versuche das mal so ein bisschen. Oh, da wird wieder einer weggerammt. Oha. Scout wird jetzt hier weggerammt. Hat auch nur noch 58%. 41% bei Ulrike. Und 49% bei GTA Bros. Ulrike dreht sich jetzt hier nochmal. Das könnte gefährlich enden. Wenn jetzt der Pentaceratops hier Anlauf nimmt. Da hinten kommt einer angelaufen. Ich glaube, das könnte Probleme machen. Werden wir gleich sehen. Da kommt noch ein Nasutoceratops. Okay, alles gut. Sie scheint es nicht auf die Fahrer hier abgesehen zu haben. Ich glaube, damit haben sie es geschafft. Wir springen mal an die Spitze. Schauen wir, was hier abgeht. Okay. Vorne haben wir Dr. Eggen mit 99 und Leon mit 98. Da ist noch nicht viel passiert. Die sind jetzt im Carcharodontosaurus-Gehege. Aber scheinen jetzt super durchzukommen. Das war knapp bei Leon. Krass. Das kann doch nicht sein, dass jetzt wieder so viele die Strecke schaffen. Ist diese Strecke wirklich zu einfach? Man weiß es nicht. Das wird jetzt hier, glaube ich, ziemlich eng werden. Dr. Eggen kommt jetzt hier angefahren und bleibt jetzt hier zwischen den Euoplocephalus hängen und auch Leon. Und sie werden so ein bisschen weggerammt. Aber viel Schaden macht das nicht. Das ist alles noch im grünen Bereich. Ich glaube, die Euoplocephalus haben mehr Angst vor den beiden als die Jeeps vor denen. So. Okay, das war ja anscheinend auch nicht so eine große Bedrohung. Jetzt kommen wir hier nochmal in ein sehr gefährliches Gehege. Wenn jetzt hier die Spinos dicht machen,
dann könnte es hier für die Kandidaten das gewesen sein. Die hängen jetzt hier auch beide fest. Oh, Dinosaurierbedrohung da hinten. Würde ich ja gerne mal hinspringen, aber es ist gerade zu spannend. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Leon hängt jetzt hier voll fest. Dr. Egan kommt jetzt hier super durch. Aber Leon bleibt hier hängen. Ich würde gerne mal nach hinten springen, eben gucken, was da los ist. Okay, die Kandidaten sind alle noch am Start, so wie es aussieht. Haben aber alle nicht mehr viel Prozent Leben. Scout hängt hier fest mit 1%. Oh mein Gott, Scout. 1% nur noch. Das sieht nicht gut aus für dich. Ein falscher Treffer oder irgendwo gegenfahren, dann war es das für dich. Nicht gegen das Tor brettern. Oh, das hätte es hier schon gewesen sein können. 1% ist halt heftig, ne? Er muss nur einmal angepustet werden und dann war's das. Und? Oh, er hat's überlebt. Er hat den sogar berührt, den Europlocephalus. Schafft er aber jetzt noch ein weiteres Gehege, so wie es aussieht? Nicht schlecht. Wie sieht's denn hier an der Spitze aus? Oh, die ersten Kandidaten sind schon wieder hier vorne bei den Rexies. Dr. Egan ist bei den Rexies. Kann jetzt leider nicht bei Scout bleiben. Das könnte jetzt hier gefährlich werden. Das ist eine sehr gefährliche Situation hier an diesem Engpass. Und hier liegt auch noch Christian im Weg. Hier sind jetzt Leon und Dr. Egan. Und der erste Kandidat wird weggeschoben, nämlich Dr. Egan. Leon schleicht sich jetzt hier durch. Sehr gut gemacht. Und das Wrack wird jetzt hier noch weiter vorgeschoben von Christian. Leon macht das hier super. Kann er es hier schaffen? Ja, er schafft es. Leon, herzlichen Glückwunsch. Du schließt das Rennen auf jeden Fall als Erster ab. Wir springen aber zurück. Herzlichen Glückwunsch an dich. Dr. Egan hat nur noch 15% und GTA Bros 47. Und dahinter kommt direkt Ulrike Werner. Ich habe noch nicht gesehen, dass Dings ausgeschieden ist. Hier unser Scout. Oh, das ist jetzt gefährlich hier mit dem Frack von... Oh Gott. Ich glaube, das gibt jetzt hier eine Massenkarambolage, Leute. Dr. Egan ist raus. Alter, wie viele Rexies hier sind. Das ist ja das Mega-Gemetzel. Ich kann nicht mehr erkennen. GTA Bros ist raus. Ulrike lebt noch. Ulrike lebt noch mit 26%. Oh Gott. Und damit ist sie auch ausgeschieden. Das war ja mein Gemetzel. Und da hinten, Scout lebt tatsächlich noch mit 1%, Leute. Wir haben nichts verpasst. Oh, das ist ja krass. Okay, die Rexies haben gerade gezeigt, dass das, die Strecke doch nicht so einfach ist. Aber die Kandidaten sind wirklich weit gekommen wieder, ne? Aber ich glaube, beim nächsten Mal werden wir eh wieder eine andere Strecke fahren. Ich glaube, der Dr. Egan bastelt schon eine neue. Müssen wir mal schauen. Jetzt kann ich vielleicht auch mal eine neue basteln. Oh, mit 1% wenn... Oh, er wurde zerstört. Schade. Er wurde ganz leicht getroffen von dem Rexy. Ich wollte gerade sagen, wenn er das schafft mit 1%, das wäre heftig. Damit sind jetzt hier gerade wirklich viele Kandidaten im letzten Gehege ausgeschieden. Ihr seht ja, wie viele Fracks hier liegen. Das ist echt krass. Ich würde sagen, ich rechne mal eben die Punkte zusammen und dann kommen wir zur heutigen Siegerehrung. Und damit kommen wir schon zur Siegerehrung für das heutige Death Race. Und ich muss sagen, die Kandidaten haben richtig krass viele Punkte heute gesammelt. Jeder Kandidat hat es mindestens bis ins letzte Gehege geschafft. Also 8 Punkte hat jeder Kandidat hier mindestens verdient. Und 5 Leute haben das Rennen abgeschlossen. Also entweder ist die Strecke zu leicht oder die Kandidaten sind heute sehr gut gefahren. Ich weiß es nicht. Aber fangen wir direkt an. Der letzte Platz ist leider heute Team JWE. Allerdings mit 18 Punkten, was wirklich gut ist. THX und Ulrike. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, kann man dazu gratulieren? Vielen Dank fürs Teilnehmen, sage ich einfach mal. Dann kommen wir zum dritten Platz, weil wir haben gleich noch einen geteilten Platz. Das ist heute Team Blau mit Danny Vela und GTA Bros mit 19 Punkten. Das heißt, ein Punkt mehr als Team JWE. War nämlich heute sehr knapp von den Punkten her. Und dann kommen wir schon zum zweiten Platz, denn das ist heute Team Rot. Das heißt, die Siegesserie von 3 ist gebrochen. Wir haben endlich ein anderes Gewinnerteam. Die roten Autos scheinen nicht getuned zu sein. Da haben wir Football Master und Scout. Herzlichen Glückwunsch zur Silbermedaille. Und dann kommen wir schon zum ersten Platz. Den belegen logischerweise dann Team Orange mit Eine Meinung und Dr. Egan und Team Retro mit Leon und Christian. Beide haben 21 Punkte gesammelt. Richtig krass gute Leistung. Aber wenn ich ehrlich bin, möchte ich hier ein Siegerteam haben. Und ich würde sagen, wir machen noch ein ganz kleines Entscheidungsrennen. Okay, Leute, die Entscheidung um den ersten Platz findet jetzt hier statt zwischen Team Retro und Team Orange. Es geht hier um einen 5-Euro-Amazon-Gutschein für das Gewinnerteam. Deswegen wird es jetzt nochmal richtig spannend.
Christian Waitechi und Leon gegen eine Meinung und Dr. Egen. Wir beginnen, Leute. Das ist das erste Mal, dass wir hier einen Gleichstand haben auf Platz 1 und dass wir jetzt hier ein Entscheidungsrennen machen. Wir sind übrigens auf der anderen Strecke, einfach nur damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Bin jetzt sehr gespannt, was passieren wird. Team Retro fährt jetzt hier auf jeden Fall besser weg als eine Meinung und Dr. Egen Team Orange. Aber wir wissen ja, diese Strecke ist tödlich. Die schließen nur die Besten ab. Also diese Strecke wurde halt in 2 Rennen weniger abgeschlossen als die anderen Alm. Aber die... Ah, hier sind die Gullis. Okay, ich wollte mich schon... Da kriegt Christian schon mal einen saftigen Hieb ab. Das ist bitter. Das Gallimimus-Gehege ist hier auch sehr gefährlich. Das liegt aber einfach daran, weil hier mega der Engpass ist. Im anderen Gehege oder auf der anderen Strecke ist das alles ein bisschen weiter. Aber die Kandidaten kommen jetzt hier sehr gut durch, so wie es aussieht. Ja, das sieht super aus. Obwohl, Christian wird jetzt hier nochmal weggedreht und nochmal weggerammt. Muss jetzt hier Gas geben und da durch, dann sollte hier nichts passieren. Aber wir kommen jetzt hier gleich schon in das Todesgehege. Ich glaube, hier sind mittlerweile, oder die meisten Kandidaten ausgeschieden, wegen dem Todesfelsen. Aber Dr. Egen fährt jetzt hier super durch. Kommt jetzt... Hat hier einen Auffahrunfall. Bleibt jetzt dadurch hängen. Steht jetzt hier mittendrin. Wird jetzt hier weggerammt und wurde zerstört. Damit ist Dr. Egen ausgeschieden. Nicht gut für Team Orange. Aber die Kandidaten sammeln hier natürlich Punkte. Also wenn der... Oder wenn eine Meinung jetzt hier gut fährt, dann... eine Meinung wird blockiert vom eigenen Teamkollegen. Bitter. Leon hat 70%, 78% bei Christian. Also eine Meinung muss jetzt zeigen, was sie kann. Wenn sie es jetzt hier 2 gegen 1. Der Teamkollege ist leider ausgeschieden. Hier hat er nämlich keinen Heimvorteil. Die Strecke kennt er nicht. So, damit kommt eine Meinung ins dritte Gehege, das Ziegengehege. Hier haben wir auch schon einige Tote gesehen. Oder Zerstörte, sage ich mal. Tot klingt so böse. Bei Death Race heißt es ja, ne? Okay, ich bin sehr gespannt. Wie sieht es denn da hinten aus? Leon, Leon wird nochmal weggerammt. 38% nur noch. Kannst jetzt hier vielleicht schaffen. Bin sehr gespannt. Christian wird von den Ziegen jetzt ordentlich hin und her geschoben. 32% nur noch. Ich sag's euch, die Ziegen sind wirklich nicht zu unterschätzen, auch wenn sie so klein sind. Im Hintergrund sehen wir schon, dass sich Team Retro jetzt auch mit Leon vorgekämpft hat, aber nur noch 38% und wird hier weiter weggerammt von den Ziegen. Ich glaube, das könnte es hier gleich gewesen sein. Hier Leon. Das sieht nicht gut aus. Der ist jetzt hier voll in der Mangel. Aber wir springen mal an die Spitze. Hier haben wir nämlich Christian mit 30 und eine Meinung mit 96 noch. Aber sie hat es jetzt halt schwer. Sie fährt jetzt gegen 2. Weil ihr Teamkollege hat leider nur 2 Punkte gesammelt. Sehr ärgerlich. Aber hier kann doch alles passieren. Hier ist eine gute Lücke. Komm. Wenn ihr das schafft, lasst ein Like da, Leute. Okay, ihr schafft es nicht. Lasst kein Like da. Das war aber nicht so mutig. Ich hätte jetzt gedacht, Christian fährt da durch. Er macht das aber sehr vorsichtig und sachte. Okay. Das war knapp. Schafft es aber. Genau wie eine Meinung. Und im Hintergrund sehen wir auch schon Leon. Der fährt jetzt auch durch. Wird auch nicht weggerammt, so wie es aussieht. Jetzt wird's spannend. Ich finde es immer cool, dass die Kandidaten hier so schnell werden, weil es hier bergab geht. Dadurch wird das immer super spannend. Christian bleibt jetzt hier hängen an dem Fahrer. Eine Meinung bremst jetzt hier gut ab. Da hinten kommen schon Stegos. Machen die hier Probleme? Ist das knapp? Eine Meinung bleibt hängen. Das ist nicht gut. Christian macht das hier super. Im Hintergrund sehen wir schon Leon, der hat noch 24. Gut, dass die Kandidaten gerade so dicht beisammen sind. Jetzt wird hier nochmal von den Paras weggeschoben. 12% nur noch bei Christian. Ist jetzt hier zwischen den Paras eingeklemmt. Das könnte es hier gewesen sein. Aber die machen den Weg frei. Da hinten wird eine Meinung weggeschoben von den Paras. Und ist weggeglitscht. Nein! Habt ihr es gesehen? Damit haben wir einen Sieger. Da brauchen wir gar nicht groß rechnen. Wir gucken uns also aber trotzdem noch an, wie weit sie kommen. Team Retro, herzlichen Glückwunsch zum Sieg hier. Christian und Leon, ihr habt es geschafft. Eine Meinung ist leider gerade weggeglitscht durch den Para. Wurde so doll eingeklemmt. Mal gucken, wie weit du hier noch kommst. Ob du nochmal für die Ehre das Rennen abschließen kannst, Christian. Das sieht aber nicht gut aus. Der Baryonyx hier blockiert dich ein bisschen. Wo ist denn dein Teamkollege? Lebt der auch noch? Oder ist der... Ich glaube, der ist auch weggeglitscht. Ja, der ist auch weggeglitscht. In dem Gehege glitschen die Kandidaten immer gerne weg. Ich glaube, das liegt... was ist hier denn los?
Hier ist richtig Stau. Okay, dann haben wir nur noch den Christian. Und das war's mit Christian. Also die Kandidaten haben es ja bis zum fünften Gehege geschafft. Aber da brauchen wir gar nicht groß rechnen. Wir haben einen ganz klaren Gewinner. Das sind nämlich hier vorne Christian, Weitechi und Leon. Der ist leider ausgeschieden. Herzlichen Glückwunsch an Team Retro. Meldet euch bei mir im Discord. Dann bekommt ihr auf jeden Fall euren Gewinn. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Falls euch das Rennen auch Spaß gemacht hat, lasst es mich mit einem Kommentar oder einem Like wissen. Und an alle Leute, die jetzt bei der Videopremiere zuschauen, schreibt Hashtag DDR jetzt in den Live-Chat. Und ich werde mir zwei Leute raussuchen. Die werden sich dann fürs nächste Rennen qualifizieren. Und die Leute, die das Video im Nachhinein sehen, ihr habt natürlich auch noch die Chance, indem ihr einen Kommentar schreibt, Hashtag DDR. Und dann werde ich mir wieder 6 Kandidaten raussuchen und dann wieder 2 VIP-Kandidaten. So wie immer, beim nächsten Mal gibt es dann wieder eine weitere Strecke oder eine neue Strecke. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.